Es ist Showtime, Kleiner. Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Es ist Zeit für die nächste Generation. Halleluja! We can make it further. Sehr geehrte Schurkin, mein Name ist Gru. Gru ist ein ganz selbstbewusster Junge. Hallo! Und er möchte der größte Schurke der Welt werden. Glaubst du ernsthaft, dass ein mickriger kleiner Junge einfach ein Schurke werden kann? Ja, weil ich ihm einfach unverbesserlich bin. Er will eigentlich Gangster werden, ist aber natürlich auf dem Holzweg, wie man merkt. Sie sagen, naja, dich nehmen wir erst ernst, wenn du wirklich was getan hast, was uns beeindruckt. Und das macht er dann gleich in diesem Moment, denn er klaut ihnen ihren wertvollsten magischen Stein. Und ich nehme den so ein bisschen an die Hand. Mach alles so wie ich und vergiss nicht, du bist süß. Und führe ihn nicht nur durch die Handlung, sondern auch dahin, wo er hin will. Die fiesen sechs, das sind sechs sehr böse Kriminellen. Und ich bin ein Teil von dieser Organisation. Ich bin der Jean Claude. Es ist Zeit für die nächste Generation. Ich wollte schon immer in einem Animationsfilm mitspielen. Und als ich dann gehört habe, dass es eine Nonne ist, fand ich das so skurril und cool, dass ich eigentlich sehr schnell Ja gesagt habe. Für mich ganz großer Spaß und große Ehre, wieder dabei sein zu können. Es ist natürlich eine Pflicht für Menschen, die mit Kindern ins Kino wollen. Leute werden gehen, sie werden sitzen, lachen, lachen und lachen. Kevin, Kevin, Kevin. Ich hab ihn! Hier ist der Stein! 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 Sensationell. Es ist Showtime, Kleiner. Mach alles so wie ich und vergiss nicht, du bist süß. Mach alles wie ich und vergiss nicht, du bist süß. Mach alles wie ich und vergiss nicht, du bist süß. Ah, oh nein! Ah, oh, oh! Oh, oh nein! Ah, oh, oh! Super, sehr schön. Ich gebe euch 2 Tage. Wenn ihr das nicht schafft, seht ihr euren Miniboss nie wieder. Ich gebe euch 2 Tage. Wenn ihr das nicht schafft, seht ihr euren Miniboss nie wieder. Ich gebe euch 2 Tage. Wenn ihr das nicht schafft, seht ihr euren Miniboss nie wieder. Ich gebe euch 2 Tage. Wenn ihr das nicht schafft, seht ihr euren Miniboss nie wieder. Toll, perfekt. Ich neige ja zu einer gewissen Klugscheißerei, aber wenn ich merke, ich mache irgendwas zum ersten Mal, dann höre ich auch auf den Regisseur und die wissen alle sehr gut, was sie tun. Und es ist eine unglaubliche technische Leistung, die die da vollbringen. Du siehst also ein Bild vor dir und dann sagt der Regisseur 2 Bilder zurück, 2 Bilder vor, das schieben wir hin. Und dann die sind ja von einer Perfektion, die ich nicht kenne. Also ich bin ich und ich mache, was ich denke. Aber hier sagen sie, nee, das hat noch ein bisschen geklappert und das war ein O-Laut und du hast ein A gemacht. Also diese Perfektion, die es in diesem Geschäft gibt, ist für mich neu und vor der habe ich großen Respekt. Sehr geehrte Schurkin, mein Name ist Gru! Sehr geehrte Schurken, mein Name ist Gru! Sehr geehrte Schurken, mein Name ist Gru! Jetzt werde ich ein Superschurke! Jetzt werde ich ein Superschurke! Jetzt werde ich ein Superschurke! Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Wo ist Otto? Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Wo ist Otto? Super schön. Bei dem Wo ein bisschen offeneres O hinten, ansonsten war es toll. Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Wo ist Otto? Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Wo ist Otto? Sehr gut. Nun fehlt eigentlich nur noch Otto. Wo ist Otto? Sehr, sehr gut. Die haben sich in dem Film ja wieder so tolle Sachen einfallen lassen. Also ich war begeistert. Keiner der
vielen verschiedenen Ich unverbesserlich oder Minions-Filme ist jemals langweilig geworden. Und für mich ganz großer Spaß und große Ehre, wieder dabei sein zu können. Du bist gerade fett abserviert worden! Kannst du gleich von Anfang an ein kleines bisschen kräftiger sein, denn da ist so viel los mit okay. den Geräuschen und dem Wind und so. Du bist gerade fett abserviert worden! Ja, wenn du zufrieden bist, ich vertraue dir. Also mir auch ich manchmal. Bin total zufrieden. Okay, gut. Halleluja! 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 Warum bin ich eigentlich kein Minion geworden? Keine Ahnung. Korden. Dass man einfach noch so sieht. Eine Passage. Egal wie klein oder groß du bist, wenn man zusammenhält, kann man alles schaffen. Und verfolge deine Träume, egal wie schwierig der Weg ist. Und vor allem auch hab Spaß dabei. Ja. Genießt das Leben. Macht euer Ding, denkt nicht zu viel, einfach machen. Es ist Zeit für die nächste Generation. Das finde ich schon mal super. Die Frage ist, wollen wir vielleicht das Lachen noch hinten dran machen, weil es ja immer ein bisschen was hermacht, keine Ahnung? Ja, kann ich schon. Es ist Zeit für die nächste Generation. Es ist Zeit für die nächste Generation. Du darfst für mich gerne noch eine Spur mehr Schwung haben. Okay. Es ist Zeit für die nächste Generation! Es ist Zeit für die nächste Generation! Es ist Zeit für die nächste Generation! There's no such thing. Es ist Zeit für die nächste Generation! Es ist Zeit für die nächste Generation! Es ist erschreckend gut, ich habe da nichts zu meckern. Es ist Zeit für die nächste Generation. Es ist Zeit für die nächste Generation. Das ist doch schon mal spitzenmäßig. Du kannst bei Generation noch ein kleines bisschen böser und hämischer sein. Okay. Es ist Zeit für die nächste Generation. Es ist erschreckend, du wirst immer besser. Es ist Zeit für die nächste Generation. Es ist Zeit für die nächste Generation. Toll, für mich sehr, sehr gut. Es ist Zeit für die nächste Generation. Jetzt mal, ohne Scherz, das war wirklich die Beste. Perfekt. Ich denke, die Minions sind einfach die perfekte Kombination zwischen lustig und berührend und einfach, sie sind so speziell, wie sie aussehen, wie sie reden natürlich, das ist für mich das große Plus, ist wie sie sprechen, das ist etwas so einzigartig. Und ja, ich denke, alle diese Gründe machen, dass sie jetzt wirklich die beliebtesten Charakter sind. We can make it.